Howdy, Partners, and welcome back on Mod Map. Yeah, heute eine Mod-Vorstellung, mein Lieben. Und zwar, ja, ihr könnt es erraten, es geht hier um die Pferde, ne? Einer der kurzen Modder hat mal wieder was gemacht, ne? Ihr wisst ja, die Sachen vom GTX mag ich wirklich ganz gerne. Er hat immer viele coole Ideen dabei. Und ja, hat jetzt eine Pferdezucht gemacht. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, ich habe hier mal vorgespielt, deswegen müssen wir jetzt auch im Regen aufnehmen, weil jetzt bald was passiert. Aber ich wollte nicht schon wieder 180 Stunden vorspulen. Jetzt passiert nämlich bald was. Aber bevor ich das mache, also wie gesagt, hier kann man Pferde züchten. Da kommen zwei Pferde rein, die habe ich auch schon reingesetzt, habe auch hier gefüttert und getränkt. Ne? Können das auch gerne mal angucken. Das ist erstmal ein ganz normaler Pferdestall. Ihr seht das hier, beide Pferde im Moment nicht geritten. Man kann die reiten. Da kommt übrigens auch noch was, das würde ich euch auch gerne zeigen. Das war ein bisschen merkwürdig. Ich hatte, also Wasser habe ich nochmal gerade nachgefüllt, aber ich habe Wasser, Stroh, Hafer und Heu reingefahren. Wobei, also Hafer und Heu war beides auf 8000 zum Start. Ich habe halt die ganzen Stunden schon offen. Ihr seht ja, da sind schon einige Tage jetzt ins Land gegangen. Stroh war voll, auch bei 2600, da verbraucht sich relativ viel und Heu und, also Hafer eben quasi gar nicht, aber das Heu schon ziemlich stark auch. Es gibt jetzt in diesem Mod einen neuen Reiter, der dazu kommt, und zwar Produktivität. Wenn ihr da drauf klickt, dann bekommt ihr hier die Anzeige in 2 Stunden 30 nächstes Tier. Was wir aber nicht machen können, ist hier in diesen Stall weitere Tiere aufnehmen. So, also ich kann das mal machen. Schimmel verschieben. So, die Kapazität des Stalles ist bereits erschöpft. Das heißt, es gehen wirklich nur zwei rein. Hier übrigens, habt ihr gesehen, hier ist der Träger, der Ladeträger auch. Hier vorne kommt Stroh rein. Wir können ja hier mal so einen Strohballen fallen lassen. So. Okay, jetzt nimmt er den gerade nicht an. Wahrscheinlich, ja, weil es wahrscheinlich zu viel ist und der noch Stroh hat, oder? Ja, ich zeige euch das aber hier mit dem Heuball, den nimmt er auf jeden Fall. Also ich habe Strohballen auch so genauso reingeschmissen. Und Heu, könnt ihr jetzt sehen, hat er hier genommen. Ne? Also er nimmt Ballen, was ja auch immer ganz wichtig ist. Und dann habt ihr eben Heu hier auch wieder voll, wie ihr seht. Ja, und es gibt die Animal Pen Extension, die werde ich jetzt mal starten. Das ist ja auch, hat der GTX ja auch gemacht, die Animal Pen Extension. Von daher ist ein nicht außergewöhnlich, dass sein Stall auch damit funktioniert. Das dauert eine Zeit lang, bis das kommt, eine 6 Uhr lokaler Klempner. Ihr seht es, also da können wir dann mal vorspulen. Ansonsten könnt ihr natürlich Wasser auch hier vorne reinfahren. Was ich ganz cool finde, ist, dass Heu und Hafer hier in der Fill-Type auch getrennt sind. Also hier liegt dann Heu drin, da liegt Hafer drin. Da kann man das ganz schön sehen. Das ist schon auch eine schöne Nummer. Bevor wir jetzt die Spannung steigen lassen und gucken, was passiert, wenn wir die Pferde, wenn wir die noch 2,5 Stunden machen lassen, zeige ich euch mal was, was mir aufgefallen ist. Also, Gangart, Trab, Kenter, Kanter haben wir hier auch. So, und jetzt guckt mal. Das, ich sage euch ganz ehrlich, das sieht aus, als wäre da irgendwas mit dem Gang anders. Seht ihr, was ich meine? Der hintere Bereich des Pferdes in der Animation, das sieht verändert aus. Da ist irgendwas passiert. Ich könnte schwören, dass auf der Stappenbach vor kurzem das noch anders aussah. Wie gesagt, sagt mir das, ob ihr das auch so seht. Der Galopp, ihr könnt ja nochmal zurückspulen, da könnt ihr es ja auch sehen. Da ist irgendwas passiert. Und ich habe auch hier auf der Wiese, haben die sich, meine ich, auch manchmal ein bisschen anders verhalten. Das ist so minimal, aber ich denke, dass irgendwas da ist. So, jetzt spulen wir mal vor, damit wir auch wirklich gucken, was hier passiert. Also ich habe hier die Uhrzeit, kann ein bisschen schneller vorspulen. So, mal gucken in die Zeiteinteilung hier, 45 Minuten. Lassen wir mal, ja, wie gesagt, es wird jetzt halt Nacht, das ist ein bisschen blöd, müssen wir aber mit leben. Auch, dass es regnet, ist natürlich auch so nicht gewollt. Komm, wir lassen mal eben so durchlaufen. Ja, jetzt sind wir natürlich genau im Dunkeln, ne? Aber, Moment, wir können... So, also, wir haben jetzt tatsächlich hier ein weiteres Pferd da drin, ne? Auch ein Rappen.
Können aber tatsächlich hier nicht mehr ansetzen. Ich lasse mal direkt weiter hochlaufen. Aber ihr seht auch, ne, jetzt können wir hier tatsächlich auch mehr reinpacken. Also es kommen neue Pferde hinzu. Sollen wir mal die Produktionsrate gucken, Überblick. Maximal zwei Pferde mit der Zucht zu beginnen. Okay, also man muss jetzt dann ein Pferd rausholen. Moment, dann machen wir eben hier Ende. Ihr seht auch hier, der Klempner hat schon mal angefangen, hier sein Zeug hinzulegen. Das heißt, wir müssten jetzt... ja, machen das mal. Nehmen wir im Tierhaltung hier einen kleinen Pferdestall. So, setzen wir den hier hin. Was halt ein bisschen schade ist, dass man da nicht rüberreiten kann, ne? Wir können das gerne nochmal testen, aber ich meine tatsächlich, dass es nicht geht. Die sind nämlich manchmal den Wiesen zugeordnet. Das wäre irgendwie noch eine coole Erweiterung, wenn das funktionieren würde, dass man den auf einmal dann einfach in einem anderen Stall hinstellt und dass er dann dazugewiesen wird. Ne, aber der steht hier einfach. Ja, da müsst ihr den zum Hof zurückbringen. Und ihr habt gesehen, wenn ein Pferd also Nachwuchs bekommen hat, dann müsst ihr erstmal eins wieder rausholen. Mal gucken, ob ich den hier abstellen kann. Ja, ich kann auf jeden Fall abstellen. Das heißt, ich brauche mal eben einen Transporter, um den vom einen zum anderen zu fahren. Das machen wir natürlich auch eben. Hier so ein... Hier in Rot nehmen wir den. So. So. Nehmen wir hier den Ram. Ja. Der ist übrigens noch im Test bei mir, ist noch nicht öffentlich verfügbar und ihr hört auch schon diese Turbine dahinter. Das ist ein bisschen too much, also Sound muss noch angepasst werden. Ist im ersten Test, von daher, den kriegt ihr mal zu sehen, also ausführlich. Oh ja, der ist auch ein bisschen arg hoch hier, also das müsste ich vielleicht auch nochmal aufzeigen, dass das nicht so gut funktioniert. Aber gut, für den Test jetzt hier soll das mal gut sein. So, dann nehmen wir hier ein Pferd raus. Übrigens, habt ihr gesehen, das Pferd, was dazu kommt, kommt schon mit dem Geld daher, wie die anderen. Also der hat den höchsten Betrag von dem anderen auch angenommen quasi. Ne, nur eins, Moment. Das ist ja witzig. Also, Hammer. Gut, bestätigen. Dann nehmen wir das Pferd mit. Laden das hier aus. Das heißt also, es ist durchaus lukrativ, die zwei ausgewachsene Pferde halt das machen zu lassen. Ne? Bestätigen. So. Und jetzt haben wir tatsächlich ein Pferd gezüchtet. So funktioniert das also. So, und jetzt müssten wir natürlich hier entsprechend... Gut, da sind die anderen Pferde, aber hier müsste jetzt wieder eine Produktivität haben. Spur ein bisschen vor, da müsste er ja gleich produktiv werden. Da, Produktivitätsrate. Und die Zeit ist sogar gesunken. Die war vorhin höher. Die hat das erste Mal angefangen mit 180. Das heißt, je wertvoller ein Tier ist, desto schneller bekommt es Nachwuchs. Produziert ist. Natürlich auch blöd gesagt, ne? Aber anscheinend, desto schneller bekommt es Nachwuchs. So, was ist denn hier mit dem... Da haben wir die Animal Pen Extension. Da ist es entsprechend hingekommen. Aufdrehen funktioniert auch. So sieht es dann entsprechend aus. Ihr seht auch hier, das Wasserfass ist da angeschlossen. Da ist noch so ein blaues Rohr da oben rangekommen. Ja, was soll ich sagen? Am Ende des Tages funktioniert das hier. Und im Pferdestall werdet ihr das natürlich auch sehen. Hier gibt es diese Produktivität nicht. Hier gibt es tatsächlich nur hier in der Pferdezucht. Im Stall entsprechend nicht. Ich finde das eine coole Idee. Und liebe Leute, das sage ich euch, das gehört auf jeden Fall auf Hof Hirschfeld. Da werde ich gleich den Mod gleich reinschieben. Und da freue ich mich schon drauf. Eigene Pferde produzieren. Und zwar auch noch direkt wertvolle. Das ist schon cool. Ja, finde ich echt
Eine coole Nummer. Ich frage mich jetzt tatsächlich wohl, wie hier in den Pferdestall das Wasser reingekommen ist. Ich habe es nicht reingefahren. Es hat gerade geregnet, oder? Sag mal, die regnet aber noch nicht voll, oder? Oder habe ich jetzt irgendwas verpasst? Da habt ihr auch mitgerechnet. Ich habe das gesetzt. Ich habe kein Wasser hier reingefüllt. Habt ihr gesehen, oder? Wie ist das denn jetzt gekommen? Durch die Animal Pen Extension vielleicht? Naja, ich will es mal so stehen lassen. Ach, guck mal, da hinten. Stroh ist alle hier. Können wir das doch mal zeigen? Ich habe das jetzt rausgenommen vorhin und dann hatte ich es eigentlich hier reingelegt. Ach da, komm, man muss ein bisschen näher rangehen, dann ist es auch eingestreut, alles klar. Dann seht ihr, Stroh eingestreut, also jetzt in 47 Stunden würde dann das nächste Tier erscheinen. Coole Nummer. Definitiv eine schöne Geschichte. Gefällt mir sehr gut. Ich stoppe das jetzt eben hier und mache den Tag hier an. Das kann man ja hier Gott sei Dank schön einstellen, damit es ein bisschen heller ist. Und schreibt mir mal, was ihr dazu meint, ne? Also von mir gibt es auf jeden Fall ein Däumchen nach oben. Das ist ein. Ihr wisst, ach, guck mal, auch das hier, ne? Jetzt legen die sich beide hier hin. Also ich meine, Pferde sieht man nicht so arg oft liegen, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob der GTX da nicht was dran gedreht hat. Also ich meine, ich habe auch schon mal Pferde da vorne auch. Jetzt liegen sie alle. Okay, will ich jetzt nicht mehr in Hand für den Feuer legen, aber ich weiß, der Galopp sieht auf jeden Fall anders aus, als was passiert. Von daher passt das schon. Was die Texturen angeht, sage ich euch ganz ehrlich, das ist bei GTX einfach sauber. Da muss ich mir in der Regel überhaupt gar keine Sorgen machen, das weiß ich. Da könnt ihr euch alle Ecken angucken, das ist stimmig, das ist ja, es sieht einfach gut aus, ohne Frage. Licht habe ich jetzt tatsächlich nicht gefunden. Da gibt es ein Außenlicht, ob das irgendwie angeht. Ich weiß nicht, ob das vorhin angegangen ist. Ach, ist auch egal. Am Ende des Tages, liebe Leute, guckt euch das nochmal selber an, wenn es nur ums Licht geht. Wie gesagt, sehr schöner Mod. Ich habe da Spaß dran und wünsche euch auch viel Spaß dran. Schreibt mir rein, würdet ihr den nutzen, habt ihr da Lust drauf? Dann immer ran da. So, jetzt aber wirklich einen schönen Tag. Alles Gute. Howdy, Partners.